Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Gothic 2 Escape. Wir sind jetzt halt wieder bei den Ork-Jägern. Verdammt, was ist los? Und sammeln Informationen. Es soll ein Anschlag auf die Jäger verübt worden sein. Und warum kommst du damit zu mir? Was? Vergiss es, Kumpel. Hier gibt es nichts für dich. Und sprich auch nicht mit meinen Jungs. Die werden dir sowieso nichts sagen. Okay, interessant. Interessant. So, das Einzige, was wir hier abgeben konnten, war doch tatsächlich dann nur der Sammelauftrag vom Uda. Schade, schade, dass es dann doch alles länger dauert. Zurück zum Trophäendieb. Sehr verdächtig. Aber was willst du machen? Lasst mich in Ruhe. Und ich schätze mal, genau das sind seine Jungs und die sind ja auch alle sehr gesprächig. Ich habe jetzt keine. Genau, die sagen nämlich gar nichts. Aha. Nimm diese Karte. Und jetzt geh weg. Es ist besser, wenn Kogan uns nicht zusammensieht. Okay, jetzt wird's doch interessant. Das X scheint etwas mit dem Diebstahl bei den Jägern zu tun. Wo ist denn das ungefähr? Noch ein bisschen weiter weg. Aber immerhin haben wir schon mal eine Markierung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall interessant, aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal gucken, wie wir hier stärker werden, wie wir hier Sachen bekommen, wie wir eins nach dem anderen abarbeiten können. Also Feros schickt uns wieder 3 Tage in die Wüste, bis seine Albtraumquest weitergeht. Kirgos Fläschchen haben wir, Uda haben wir gemacht. Jetzt würde ich eigentlich die Zeit nutzen. Oh Mann, wegen diesen Diebestalenten. Das hat jetzt eigentlich Vorrang, aber das sind ja auch noch 6 Tage. Also rein theoretisch hätte man da noch ein bisschen Zeit. Jetzt nicht mächtig viel, aber ein bisschen was. Deswegen würde ich jetzt mal wieder mal was erkunden gehen. Ein paar Moritz verprügeln. Sowas in der Art. Nächstes Level up. Wird auf jeden Fall noch anstrengend sein. Es werden auf jeden Fall harte Kämpfe. Aber sobald wir bei Redford die Diebestalente besitzen, kommen wir auf jeden Fall auch ein gutes Stück weiter insgesamt. Das müssen wir auf jeden Fall auch sagen. Also der Wachhut hier irgendwo ein Bett. Nee, der kann uns Regeneration beibringen und er schläft auf dem Boden. Verdammt, da war noch Reptilienhaut. Oh, ich Idiot. Habe ich nicht gesehen. Hätten wir abziehen können. Scheiße. Egal. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gehen wir nochmal ganz kurz auf die neueste Quest vom Jan. Sollen wir entweder goldhaltigen Lehm ausgraben, wo auch immer, oder halt nochmal Goldnuggets oder wie in dem bringen. Ich weiß da gar nicht genau, was die Quest von uns verlangt. Aber wenn sie wohl übel noch rausfinden müssen. Hey! Ich weiß nur, dass ich uns. Okay, der sagt einfach nochmal dasselbe. Ach nee, halt, ich hatte Dingen. Ich hatte ja neu laden müssen wegen dem ganz kuriosen. Hey, Fall von Diebstahl, der eigentlich keiner war. Die Jäger haben die Jäger ausgeraubt. Aha. Die Jäger haben die Jäger ausgeraubt. Ist das wahr? Wahr, nicht wahr. Ich habe keine Ahnung. Aber Kirolot ist durchgedreht und hat nach uns geschrien, als er sich herumsprach. Alles klar. So viel dazu. Ich will aber eigentlich nur eine Runde pennen. Wo war denn hier das nächste Bett? Da hinten war eins. Ich hätte so gern den Apfel hier, ne? Da liegt generell noch sehr viel Kram, der mich interessieren würde. Aber ich komme nicht ran. So, pennen für 1 Stunde, in dem Fall 5 Minuten. Da hinten war noch Blauflieder. So,
Solange die Nacht klar ist, geht's auch noch. Und wie gesagt, mit Kontrast und Helligkeit im Renderer kann man da ja ein bisschen was rumhantieren. Auf zum nächsten Mallrat. Wir müssen uns jetzt halt irgendwie bis zum nächsten Level kämpfen. Das wird halt immer schwieriger. Das mit Redford. Ich meine, das war nötig. Muss ja auch sein. Hab ja auch Bock auf die Diebestalente. Aber das so forciert, ja, das war nicht so ganz in meinem Sinne. So. Ich glaube nicht, dass die... Hey, hier wäre sogar noch ein Goldklumpen. Sehr gut. Nochmal Haken ist nicht drin, denke ich mal, oder? Oh, warte, was stand da gerade? Aha. Die Brocken mit dem Ton verbinden. Okay, das hätte man jetzt halt anderweitig machen müssen. Die sind leider schon aufgebraucht. Gut, das kann ja keiner ahnen, aber es muss ja noch weitere Möglichkeiten geben. Alles andere wäre ja Quatsch. Liegt auch ein Skelett auf dem Boden. Womit wir uns halt bisher noch kaum beschäftigen konnten, auch aufgrund der fehlenden Stärke und Kampffähigkeit, ist die Erkundung. Und ich denke mal, hier lässt sich noch einiges finden in der Mod, im guten alten Minental. Bin nämlich mal gespannt. Nochmal gebratenes Fleisch, sehr gut. Ja, brauchen wir 30 Stück für den Ted. Dann gibt es eine Jägerrüstung für einen halben Preis, das ist eigentlich auch alles ein bisschen... Ein bisschen schroff ist es schon. Nicht so wie bei The Dark Saga. Das war teilweise echt einfach nur unmenschlich. Aber man merkt irgendwie, der Härtegrad, der Schwierigkeitsgrad, das ist ein anderer. Noch ein Grundstück, die sind ja hier überall. Also ist schon verrückt, was das für einen Unterschied macht. Also es gibt noch ein paar Schwierigkeitsstufen drüber. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen. Aber keine Ahnung, wie ich mich da verhalten würde. Ich könnte es euch nicht sagen. Also wirklich, keine Ahnung. Man könnte noch auf leicht runterschrauben. Das ist aber das Höchste der Gefühle. Wir spielen ja auf normal. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss hier wirklich so ein bisschen sich entlanghangeln. Indem man Fleischwanzen verprügelt. Muss manchmal auch genügen. Zumindest haben wir mal Kavalons Hütte geklärt. Gegenstände findet man allerdings sehr viele insgesamt. Manchmal muss man sich halt ein bisschen mit Tricks so ein bisschen aushelfen, damit man ein bisschen was stibitzen kann. So, hier liegt Zeug rum. Lederbeutel, sehr gut. Brauchen wir ja alles. Die Hütte ist echt böse zusammengefallen. Wolfsfell nehmen wir natürlich gerne mit. Spruchrolle. Gegengiftzähne und Kram. Noch ein Wolfsfell, sehr gut. Da brauchen wir eine Menge von. Scharfe Pfeile nehme ich auch mal mit. Ist auch wie geschenkt. Ne, also die Belohnungen, die sind ganz üppig, wenn man hier halt einmal... Oh, Eintopf, stark. Jetzt fehlt uns nur noch ein Apfel. Oh, ein bisschen Kleingeld. Ein Fisch. Ja, jetzt fehlt tatsächlich einfach nur noch einen Apfel und wir können noch eine Quest abgeben. Na, man muss sich halt von Quest zu Quest hangeln, wie schon erwähnt. Das ist ein bisschen interessanter. Ne, da kann man nicht einfach irgendwie so wahllos 5, 6 Sachen machen und man kommt überall irgendwie weiter. Das ist nicht so. Man muss ein bisschen eins nach dem anderen machen. Oder man ist halt kein Volldepp wie ich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und lernt einfach direkt 10 Stärkepunkte. Und kann sich dann viel einfacher prügeln. So, wenn ihr noch 50 Fleischwanzen, hätten wir noch ein Level-Up gemacht. Und hier kommen wir. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie ohne auf. Schlüssel nicht rein. So, gut, da kommen wir auch nicht hoch aufs Dach. Hätte ja sein können, dass man da vielleicht irgendwie noch ein bisschen was finden könnte, was Wertvolles. So ganz gebe ich es auch nicht auf. Ich höre doch auch irgendwo noch eine Fleischwanze. Das ist auf jeden Fall auch eine Heilpflanze. Ich hänge gerade ein bisschen fest. Ich müsste irgendwie gerade mal... Das ist jetzt wieder blöd, ne?
Ich kann auch kein Alt drücken. Fall mal ein bisschen. So, perfekt. Ne, weil F8 drücken wäre unverschämt. Auf der anderen Seite macht es keinen großen Unterschied, ob ich F8 drücke oder kurz zum Bett renne. Ohne Stunde pennen. Theoretisch wäre es recht wurscht. Aber egal. 500 EP ist auf jeden Fall machbar. Da oben waren ja auch noch 3 Scavenger. Es sind sogar 4. Habe ich keinen von denen erledigt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Aber naja. Also wir pennen noch mal ein Stündchen. Wecken den Rethorn auf, damit wir sein Bett benutzen können. Verdammt, was willst du? Raus aus meinem Bett! Alles gut, reg dich mal ab. Mach dich mal locker. So, wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht den Goblin besiegen können. Das war ja im Prinzip die Quest vom Kerolot. Und wie gesagt, müssen wir uns einfach mal hier und da einfach mal abtasten in der Welt. Da hinten wäre noch eine Riesenräder und Dietrich. Schwefel, Lederbeutel, ganz viel Zeug. Ja, Mensch. So, und die Lederbeutel sind hier. 190 Gold. Na, wir müssen ja auch eigentlich 500 zusammensammeln für unseren guten Freund, den Gerold. Und hoffentlich kriegen wir die 500 Gold dann auch irgendwann wieder. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir die zurückbekommen. Am Ende war es eine böse Investition, die uns nichts bringt. Da vorne haben wir die Ratten. Mal gucken, ob wir gegen die klarkommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist total unüblich für mich. Aber irgendwie wirkt das gar nicht so uninteressant in der Mod, dass man sich einfach mal ein bisschen auf den Fernkampf spezialisiert. Und das sage ich wirklich normalerweise, nicht? Eine abscheuliche Ratte. Warum ist die abscheulich? Was hat die gemacht? Die gibt einfach nur mehr EP. Na, von mir aus. Also die Gegner hier jetzt in der Richtung sind bisher ganz annehmbar. Vielleicht bin ich einfach nur in die falsche Richtung gelatscht. Gut, da hinten sind Eiswölfe, das können wir natürlich vergessen. Todessehnsucht habe ich auch nicht. Goblinbären. Und Goblins. Die einen müssen wir selbst niederringen, die anderen machen wir mit dem Filz zusammen kaputt. Landkarte Miental, super. Oh, da unten kommt ganz schön was auf uns zu. Ein Entermesser. Ich glaube, ich renne einfach mal weg. Nach der Drachenwurzel. Und gucken wir mal ganz kurz unsere Ausbeute an. Also das ist, wie gesagt, sehr interessant. Man findet in der Mod wirklich viel Zeug. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Entermesser braucht auch Stärke. Hm? Ein Sextant hat einfach nur einen krank hohen Wert. Die Landkarte ist ganz nett. Da können wir uns wieder ein bisschen orientieren. Zurechtfinden, super. Also auch gut, dass wir die nicht kaufen müssen. Eine Goblinbeere haben wir auch gefunden. Und noch ein bisschen Krimskrams. Also das Entermesser ist echt nicht übel. Das heißt, wir können uns da so ein bisschen entlanghangeln. Bis zu 40 Stärke könnten wir auf jeden Fall dann, ne? Dann halten wir zumindest eine Waffe in Aussicht. Das ist doch schon mal was. Uns fehlt es halt nur noch an Kompetenzen. Denn wir eiern hier mit dem Gehstock rum. Das ist halt sehr mau. Und da kommt direkt die Mannschaft angerast. Das ist mir auch nicht so ganz. Einer soll mal kommen. Schön in die Ecke geklemmt und umgeboxt. Und er stirbt jetzt 1000 Tode. Und zwar zu Recht. Da ist nichts zu holen. Okay. Der hat auch nichts zu holen. Schade. So, da waren aber auf jeden Fall 2 schwarze Goblins. Die könnten noch ein bisschen zu stark für uns sein.
Wo ist denn der andere hin? Da war doch noch ein zweiter. Da ist er doch. Aber wie wir den da hinten an hier besiegen sollten, könnten, keine Ahnung. Um in die Ecke klemmen. Der boxt mich um. Leider. Leider. Habe ich, glaube ich, auch noch kein einziges Mal einen Crit rausgedonnert. Zugegebenermaßen 1% ist auch eine sehr geringe Chance. Der macht mich schon wieder nass. Eieieiei. Die sind immer so interaktiv aus, diese Ladebildschirme, oder? Als würde da richtig die Post abgehen. Lass mich raten, das ist wieder abgestürzt. Ja, das mit den Ladebildschirmen ist so eine Sache. So, da sind wir wieder, ja. Ist leider abgeschmiert. Da kommt direkt der Goblin auf mich zu marschiert. Und boxt mich gleich wieder um. Komm, ach jo, beim allerletzten Schlag wieder nett. Ajo. Wer es glaubt, bezähle ich. Ey, das ist doch wirklich... Meine Kompetenzen schwinden. Ich weiß, ihr gebt mir auch immer wieder Tipps. Immer wieder, ne, wie man... gegen gewisse Gegnergruppen am besten vorgeht. Ich weiß es doch. Ich ignoriere es nicht komplett. Ich bin einfach nur nicht kompetent genug und ich will mir auch irgendwie die Mühe gar nicht machen. Ich will einfach nur hoffen, dass es irgendwann klappt. In manchen Fällen. Der Punkt ist, es ist halt immer noch eine klobige Steuerung. Ja, also bei aller Liebe zum Spiel, es ist halt ab und an immer noch ein bisschen klobig. Wenn du dann so eine Taktik wie eben hast, klappt das gut bis zu dem Punkt, wo der Gegner einfach irgendwie die Animation ignoriert und einfach zuschlägt. Machst du nix. Wir könnten uns vielleicht auch einfach mit vollem Leben stellen oder ihn einfach gegen die Miliz kämpfen lassen. Es gäbe genug Möglichkeiten. Ja, gut, also der letzte Schlag von ihm... muss ich zum Beispiel sagen, da habe ich einfach vergeigt, da habe ich zu früh geschlagen und er hat mich einfach erwischt und ich war tot. Aber die beiden anderen davor, keine Ahnung, warum er da die Angriffsanimation rausgedonnert hat. Nix gibt's. Ja, war halt einfach nur wieder mit riesen viel, also einer Riesenmenge an Glück verbunden hier gerade, dieser Kampf. Und da hinten wäre dann noch der schwarze Goblin, der ist halt quasi erstmal der Endgegner für uns. Mit dem ist nicht Kirchenessen, da kommen wir nicht dran vorbei. Da hinten ist überall ein Scavenger, die können wir auf jeden Fall platt machen. Ne? Das können wir uns auf jeden Fall mal vormerken. Denn wie gesagt, 10 Lernpunkte gehen für Redford drauf. Leider, muss ich ja sagen, leider gehen die für den drauf. Und oh, da oben sehe ich doch noch gerade was Nettes. Ich glaube, da nutze ich doch gerade die Phase, dass hier einige noch schlafen um 6 Uhr morgens. Und gucken wir mal, ob wir da oben noch ein bisschen was stibitzen können. Und dann, ja, sonst hätte ich nämlich einfach 20 Punkte in Stärke investiert. Da hätten wir schon mal ein Schwert, das uns auch ein bisschen Bonus gibt auf Einhand. Das wäre schon alles sehr angenehm. Fackel darf ich mitnehmen? Hier wäre eine Säge. Mal zwei Hände. Das ist gar kein Erzbrocken, das ist ein Trank. Na, umso besser. Da ist da noch ein Lederbeutel drin, oder? Ich sehe den ganz genau. Was soll das? Ich sehe den doch. Das ist ja verkorkst. Aber wir konnten hier die ganzen Sachen stibitzen, ohne dass wir Ärger bekommen haben. Noch einen groben Zweihänder gekriegt, einen Trank. Und wir haben schon zwei Sägen. Brauchen nur noch eine Säge.
Eine Holzhalle-Axt. Ich weiß doch ganz genau. Verarsch mich nicht. Wenn ich jetzt hier mit K reingehen würde. Könnte ich das dann aufsammeln? Also man kommt jetzt sogar rein, oder was? Ah, okay, man kommt sogar rein. Ich bin wieder nur ein Blödmann. Wobei es gar nicht einfach ist, hier reinzukommen. Ah, aber von hier geht's. Okay, gut. Es geht. Alles fair. Warum sind es eigentlich alles nur kleine? Kann denn nicht irgendwo mal ein großer Geldbeutel rumfliegen? Lederbeutel. Immer nur die kleinen. Mann, 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 Mann. Liegt hier noch was rum auf der anderen Seite? Also ich finde diese Lager... Taktik sehr, sehr unverantwortlich. Und extrem gefährlich für jemanden, der da unten läuft. Und hier bricht so ein Brett weg. Dann fallen da Kisten und Fässer auf die Person drauf. Das ist ja wohl also auch also Arbeitsschutz und so. Ui. Wird hier nicht groß geschrieben. Egal. Nochmal eine Säge bekommen. Ein bisschen haben wir uns rumgeknüppelt. Hier können wir leider nichts klauen, weil uns jemand sieht. Ich würde so gerne einfach diesen Apfel mitnehmen. Ich werde bestimmt keinen Apfel kaufen. Der muss hier irgendwo rumfliegen. Dann wird er mitgenommen. Das ist in der nächsten Folge. Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Stopp, ich wollte doch pennen sogar. Ich blöd, Mann. Bis ich dann den Trank gesehen habe, den ich fälschlicherweise für einen Brocken Erz hielt. So. Das heißt, in der nächsten Folge ziehen wir wieder los, prügeln uns ein bisschen. Raus aus meinem Bett. Wir kommen auf jeden Fall auf genug EP für das nächste Level ab. 400 EP sind es noch. Und dann gehen wir wieder ins Jägerlager, gehen zu Redford, werden dann abends beim Couple hier ein bisschen denen da was stibitzen, gucken generell, dass wir alle Truhen stibitzen, die wir bisher schon verpasst haben oder halt gesehen haben hier in dieser Welt. Und dann werden wir die anderen 10 Lernpunkte für Stärke investieren und müssen dann halt noch ein Level warten, bis wir dann endlich genügend haben, um das Schwert zu nutzen. Und dann noch ein bisschen Einhand lernen und dann müssten wir eigentlich noch Jagdfertigkeiten lernen. Das wäre sogar auch sehr wichtig, das so früh wie möglich zu machen. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf Scavenger und Mole Rats. Also tun wir ja eh, aber ne? Wir halten uns erstmal von Wölfen fern, damit wir da auch die Felle abziehen können. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.